Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, dieses Video hat nicht nur meine Neuzugänge zu bieten, sondern auch ein Gewinnspiel. Aber für alles Weitere müsst ihr bis zum Ende des Videos warten, dann werde ich noch was zum Gewinnspiel sagen. Jetzt beginne ich aber erstmal mit meinen Neuzugängen. Ganz viel Spaß mit dem Video. Zunächst zeige ich euch die drei Bücher, die mir oder die ich euch schon mal im letzten Vlog gezeigt habe. Die sind bei mir eingezogen im Zuge eines Gutscheines, den ich noch da hatte, bei Hugendubel. Und ja, wenn ihr noch, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr dazu noch gesagt im Vlog, bin mir aber nicht sicher, ich zeige sie euch einfach nochmal. Und zwar ist es einmal Vicious, das Böse in uns von V.E. Schwab. Und hier geht es um Victor Vale und Ellie Evar. Und die beiden experimentieren. Sie wollen sich umbringen, um aber nicht einfach tot zu bleiben, sondern auf, wieder zurück ins Leben zu kommen mit besonderen Fähigkeiten. Sie planen alles minutiös, es geht alles glatt und tatsächlich kommen sie mit neuen Fähigkeiten zurück ins Leben. Ja, aber sie müssen schnell lernen, dass solche Fähigkeiten einen noch lange nicht zum Helden machen. Ich bin mega gespannt, um was es, wie das Buch das alles aufbereitet, ja, und was es noch darüber hinaus zu bieten hat. Ja, also auf jeden Fall mit dabei. Dann die weiterführenden Bände zu einem Buch, das ich ja, vor einer kleinen Weile gelesen habe, nämlich Nevernight. Nun hier das Spiel und die Rache. Ja, ich möchte einfach wissen, wie es mit Mia Corvere weitergeht, ob sie ihre Rachepläne ja, realisieren kann, denn ihre Familie wurde großen Schaden zugefügt. Sie musste zusehen, wie ihr Vater getötet wurde und ihre Mutter ins Verlies, also ins Gefängnis gesperrt wurde mit ihrem kleinen Bruder. Und nun ist sie auf dem Weg, sich zu einer Assassinin ausbilden zu lassen. Dafür muss sie einen Weg oder einen weiteren Weg auf sich nehmen zur Roten Kirche. Das ist dieser Assassinenorden. Und ja, ob sie ihre Ausbildung besteht, wie es mit ihr weitergeht, das erfahre ich dann hier in diesen Bänden. Also natürlich weiß ich schon, wie der erste Band ausgeht. Und hier geht es dann um die weitere Geschichte von Mia. Also ja, ich habe euch, ihr seid dabei, wenn ich sie lese. Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert, die Folgebände zu lesen, weil Band 1 fand ich wirklich stark. Und ja, dann ein Buch, an dem ich nicht vorbeikam, weil es auch von Christi von Fabulous Meer so ja, überhäuft wurde mit Lob. Und ja, ich konnte nicht dran vorbei, und zwar Ich bin Gideon von Tamsin Muir. Ich habe richtig Lust auf dieses Buch. Es ist düster, es passt einfach zur düsteren Stimmung im Moment, obwohl das Wetter eigentlich ganz hübsch ist. Aber solche Protagonisten, da habe ich es irgendwie. Vor allen Dingen habe ich schon ein bisschen reingelesen und war hin und weg. Und ja, ich habe das Gefühl, das wird ein sehr, sehr gutes Buch. Es geht hier um Gideon Neff und ihr reicht es. Sie hat genug von diesem düsteren Planeten voller verknöcherter Nonnen, starrer Regeln und schwarzer Klamotten, auf denen sie aufgewachsen ist. Vor allem aber hat sie genug von Harrowhawk Nonna Gesimus, Erbin des 9. Hauses und künftige Herrin, über diese Welt, die ihr das Leben schwer macht. Also beschließt Gideon, den Planeten zu verlassen, aber das ist leichter gesagt als getan. Ich bin mega gespannt und ja, ich glaube, das wird richtig gut. Ein weiterer Neuzugang bei mir ist tatsächlich auch schon ein bisschen da. Es ist Laura Kneidl mit Das Flüstern der Magie, ist auch auf meiner Leseliste für den Juni gelandet. Zumindest habe ich es vorzulesen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich wirklich alle Bände, also alle Bücher schaffe, die ich mir auf die Liste genommen habe. Auf jeden Fall die Empfehlungen von Tanja. Bei dem Rest muss ich mal schauen, weil der Juni ist doch relativ voll mit Sachen, die ich noch erledigen muss. Und ja, aber zurück zum Buch. Laura Kneidl, eine meiner liebsten deutschen Autorinnen. Und hier sind wir wieder in Edinburgh, Schottland. Es geht um die 19-jährige Fallon und sie hat die Fähigkeit, Magie zu spüren. Das ist ja, so ein Ding in ihrer Familie, das haben einige. Und sie führt ein Archiv in Edinburgh. Dort sammelt sie magische Gegenstände, die möglicherweise andere Menschen gefährden könnten. Als dann aber sie auf Reed trifft, mit dem sie sofort etwas zu verbinden scheint, verschwinden ihre Tarotkarten, magische Tarotkarten, und Reed hat sie aus ihrem Archiv gestohlen. Ja, und so beginnt ja eine interessante Reise für beide. Ich habe gehört, dass es hauptsächlich ja eher ins Young Adult, New Adult und weniger ins Fantastische geht. Aber
ja, auch diese Bücher können gut und gerne einen Touch Magie vertragen und darauf habe ich richtig Lust. Dann, ich glaube, ich rede heute auch richtig schnell, habe ich das Gefühl. Naja, ja, ich sehe es auch schon. Also so schnell habe ich Neuzugänge, glaube ich, noch nie vorgestellt. Also es tut mir leid, dass ich so schnell rede. Aber dafür ist das Video dann auch ein bisschen kürzer. Das nächste Buch, das habe ich noch als nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekommen. Und zwar ist das Kissing Lessons von Helen Huang vom Küssverlag, aus dem Küssverlag. Und ja, hier geht es um die Asperger-Autistin Stella. Und ja, eigentlich sollte Küssen ganz einfach sein. Es ist eigentlich auch nicht viel dabei. Aber ja, sie bekommt das irgendwie nicht hin, denn ja, sich mit einem Mann zu verabreden, mit ihm auszugehen, diese Beziehung zu pflegen, stört sie in ihren alltäglichen Routinen und ist eher lästig als schön. Aber als sie dann davon hört, dass Übung den Meister macht, möchte sie die Herausforderung angehen und küssen lernen. Und wie kann man das besser als vielleicht mit jemandem, der im Escort-Service arbeitet? Und dieser jemand ist Michael Fan, auch wenn der eine ganz eigene Vorstellung von ihrem Unterricht hat. Ich habe richtig Lust, das erinnert mich total an das Rosi-Projekt und ja, das hat mir so gefallen. Ich erhoffe mir viel, ich hoffe, dass meine Hoffnungen, hoffen, nicht zu hoch sind. Ja, ich denke, das wird ein super tolles Buch fürs Herz. Ja, also ich erzähle euch, wie es mir gefallen hat, sobald ich es durch habe. Dann komme ich zu einem Buch, das wollte ich nur als E-Book lesen, weil ich hatte es als Rezensionsexemplar bei NetGalley zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, und dann habe ich einfach angefangen zu lesen. Ruckzuck waren 100 Seiten vorbei und ich wusste, du brauchst das auch als Buch zu Hause. Und dementsprechend habe ich mir noch The Secret Book Club von Lisa K. Adams besorgt. Ein fast perfekter Liebesroman. Ich finde diese Idee eines Männerbuchclubs für Liebesromane so genial. Auch die Männer haben mich sofort überzeugt von ihrem Charakter her. Es ist eine ganz bunte Mischung und ich ja, freue mich schon auf die weiteren Bände. Ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist so, so schön. Hier geht es um Profisportler Gavin Scott und seine Ehe steckt in der Krise. Seine Frau Thea möchte sich von ihm scheiden lassen, aber er liebt sie über alles und möchte sie nicht verlieren. Ja, einige Mitglieder, unter anderem auch ein sehr guter Freund von ihm, sind Mitglieder dieses Secret Book Clubs und ja, stellen sich mit Gavin vor die Aufgabe, diese Ehe zu kitten, ihre Beziehung zu retten. Und dafür muss Gavin eben Teil des Buchclubs werden oder er wird auch Teil des Buchclubs und muss sich plötzlich mit einem sehr interessanten Liebesroman auseinandersetzen. Ich habe leider den Titel schon wieder vergessen, steht auch nicht im Klappentext, aber ich sag euch, super, einfach witzig. Ja, und so ist er Teil des Secret Book Clubs und versucht mit Hilfe der Ratschläge, die sie aus diesen Büchern herausnehmen und herauslesen, ja, seine Ehe so ein bisschen zu kitten und es macht mega Spaß, seine Versuche zu verfolgen und auch Theas Perspektive lernt man hier drin kennen. Es ist einfach so, so, so schön. Und falls jemand dann auch sieht, das zweite Buch ist auch schon abgebildet und wenn ich sehe, um wen es geht, nämlich Brayden Mac, Gründungsmitglied des Secret Book Club, selbsternannter Frauenversteher, hat keine Ahnung von nichts, dann weiß ich doch ganz genau, den Band brauche ich dann auch sehr dringend. Also, neu eingezogen und dann, ich habe es geschafft, im Mai die ganze Reihe zu lesen, zumindest die bisherigen drei Bände. Ich hoffe, dass ich jetzt Ende Mai auch noch den neuen Teil schaffe. Und zwar ist die Rede von Die Tribute von Panem, das Lied von Vogel und Schlange. Die ersten drei Bände haben mich weggebasht, besonders Band 2. Band 2 ist für mich ein Jahreshighlight, Band 3 ist auch gut. Band 1 ist so ein typischer Anfang. Wir lernen die Welt kennen, wir begleiten Katniss bei dieser Herausforderung in den Hungerspielen. Und ja, wie so ein paar Sachen funktionieren. Band 2 ist dann nochmal, oh,
also es ist wahrscheinlich einer der besten zweiten Teile, die ich je gelesen habe. Und Band 3 bringt es natürlich dann auf den neuen Höhepunkt, auf das, worauf alles hinaus lief, mit Ende von Band 1. Und ja, aber Band 2 ist einfach, ich liebe Band 2. Und ich hoffe, dass ich auch Panem X lieben werde. Es geht hier um die 10. Hungerspiele und ich habe es auch schon angefangen zu lesen. Ich bin noch nicht ganz so weit. Ich hoffe wirklich, dass ich es noch schaffe bis Ende des Monats, weil es ganz schön dick ist. Es geht hier um die 10. Hungerspiele und wir begleiten Coriolanus Snow, späterer Präsident von Panem, in seinen Jugendjahren. Also er ist 18 Jahre alt, als er als Teil seiner Ausbildung und seiner Zeit an der Akademie erstmalig werden Mentoren für die Hungerspiele gestellt. Und er ist aufgrund seiner Arbeit und seines Studiums in der Akademie, so kann man es wahrscheinlich am besten sagen, unter anderem dafür verantwortlich, als Mentor eines der Tribute zu betreuen. Ja. Es ist aber nicht alles so einfach. Er hat sich natürlich gewünscht, ein Tribut aus 1 oder 2 zu bekommen, weil sie einfach generell darauf ausgebildet werden, an den Hungerspielen teilzunehmen. Aber ihm ist das Glück nicht hold. Er bekommt das weibliche oder den weiblichen Tribut aus Distrikt 12 zugeteilt. Das fand ich auch mega genial. Und ja, ich habe jetzt schon einiges davon mitbekommen. Es ist ganz anders. Die Hungerspiele sind komplett anders aufgebaut. Wir haben es hier nicht mit diesem Luxus und mit dieser Vorbereitungsphase zu tun. Lest es selbst. Es ist krass. Es ist so krass, wie sie behandelt werden. Und ja, wirklich. Ich hoffe, dass es weiterhin so ein Page-Turner ist. Ich habe leider echt wenig Zeit, jetzt richtig viel zu lesen. Aber wenn ich lese, dann wirklich am Stück 60, 70, 80, 100 Seiten. Ja, ich freue mich, ich will weiterlesen und habe Bock auf Snow. Ich kann ihn mir irgendwie nicht ganz als Jugendlichen vorstellen, aber ja, es ist irgendwie noch nicht ganz mit der Person in den Zusammenhang zu bringen, die er dann später ist, also als Präsident. Obwohl man schon so ein oder zwei Grundzüge erkennen kann, schon auf den ersten Seiten. Ich bin mega gespannt, wie es schlussendlich ausgeht. Ich glaube, es wird kein Folgeband geben, wenn ich es richtig gesehen habe oder bisher gehört habe. Aber ich habe, ja, also neu dabei und wird gelesen. Ja, und damit sind wir auch schon durch. Also ich bin hier wirklich durchgerast. Wir sind erst bei knapp 10, 11 Minuten. Und also tut mir leid, dass ich so schnell gequatscht habe. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon ein anderes Video heute gedreht. Vielleicht war ich einfach so in den Gedanken und im Gedankensprung. Tja, ihr werdet es verkraften. Aber jetzt kommen wir doch noch zum wichtigsten Teil, und zwar dem Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel veranstalte ich einfach, weil ich 200 Abonnenten auf YouTube habe und ich bedanke mich so sehr bei euch, dass ihr ja immer wieder vorbeischaut, meine Videos guckt und ja, es ist einfach großartig. Es macht mir mega Spaß, mit euch über Bücher zu quatschen, eure Empfehlungen anzuschauen. Und auch zu lesen und einfach die Interaktion macht mir mega Spaß. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ihr aus den Neuerscheinungen, die ich euch, und Neuzugängen, Neuerscheinungen sind nicht alle davon, aber von meinen Neuzugängen, es wird zwei Gewinner geben. Ihr dürft euch aus meinen Neuzugängen euer Wunschbuch raussuchen und das sende ich euch dann mit ein oder zwei kleinen Goodies dazu. Also ich hoffe, dass das euch gefallen wird. Und ja, das ist so mein kleines Dankeschön an euch. Das Gewinnspiel wird bis 7., wir machen mal den 7.6., weil ich wahrscheinlich vorher nicht dazu komme, groß was zu verschicken oder nochmal unterwegs zu sein und die Bücher zu kaufen, weil ihr bekommt natürlich dann die Bücher dementsprechend neu und nicht von mir gebraucht schon, beziehungsweise schon angetouched. Und ja, also das Gewinnspiel wird, habe ich mir spontan entschieden, bis zum 7.6. laufen, 23.59 Uhr. Und ihr braucht nichts weiter zu tun, als ja zu kommentieren, welches dieser Neuzugänge euch am meisten zusagt, über welches Buch ihr mehr erfahren wollt, selbst lesen wollt.
Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ein großes, großes Dankeschön von mir an euch. Und ja, damit ganz viel Spaß. Weitere Details findet ihr in der Infobox zum Gewinnspiel. Und ja, ganz, ganz viel Glück, Erfolg, zwei Gewinner, 7.6. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Danke, danke, danke. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!